Willkommen bei uns im Haus TV. Heute bauen wir was für den Garten oder für den Hof, für das Wohnzimmer. Und zwar bauen wir eine Minigolfbahn. Ja, das ist eigentlich für meinen Schützenzug, um den König auszugolfen. Ja, dann hole ich mal Material rein und dann gucken wir mal, ob es was wird. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video, viel Spaß beim Nachbauen und dann los geht's nach dem Intro. Aufpassen auf die Lieblingsfinger. Hui. Ja, ich habe zwei von den ganz günstigen Küchenarbeitsplatten gekauft. Die kosten 27 Euro ein paar zerquetschte Stück. Und ja, insgesamt also unter 55 Euro. Ich glaube, wir werden nicht ganz auskommen, weil ich habe auch so ein bisschen was vor mit Hindernissen. Also sagen wir mal so, mit Restholz, was ihr vielleicht zu Hause habt oder was ihr euch dazu kaufen müsst, so 60, maximal 70 Euro. Und dann habt ihr eine Minigolfbahn. Ich habe geplant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Bahnen, die machen wir alle aus einer Bahn umsteckbar. Das ist der Plan. Was daraus wird, das sehen wir dann, wenn fertig ist. Ja, da ich ja zweimal dieselbe Arbeitsplatte habe, bietet sich das an, direkt hier vorne Streifen abzuschneiden, für die Umrandung einen Rahmen dran zu machen. Also zwei Streifen der Länge nach und ein Streifen dann so abgeschnitten, müsste dann quasi, ja, ne? Ihr könnt mir folgen. Wollt ihr mal folgen? Ja, dann heißt es erstmal Tische rücken, weil so kriege ich die Säge, So kriege ich die Platte nicht über die Säge geschoben. 2,50 Meter. Das wird allein schon eine Herausforderung. So, das ist ja quasi mein Multifunktionstisch gleich Transportwagen. Wenn ich das so hinstellen täte und dann die Säge quasi an die Tür, dann könnte ich zwar nicht absaugen, aber ich könnte aus der Tür rausschieben. Ja, ich glaube, das wird kein Arbeitssicherheitsvideo. Nur denn. Platz ist in der kleinsten Hütte. Man muss nur wollen. So, die ist genau 60 breit. So, die ist 38 stark. Ja, aber planen. Sind 7,6 cm. Gehen verloren. Heißt, bei 60 bleiben 52,4. So, dann will ich eine Bahn machen. Eine Bahn, wo so Ecken sind. Da eine Ecke, dann bauen wir eine Wippe. Dann machen wir in der Mitte ein Pyramidchen. So, dann bauen wir dann eine Schräge ein. Das müssen wir dann gleich separat gucken. Dann müssen wir einen Dingsbums machen und das können wir auch gucken. So, so sieht der ganze Wahnsinn aus. Ja? Oh, ein Kicker. Ich lasse die Kamera dabei laufen, aber ne, ich schneide jetzt einfach mal so. Mache ich euch Musik an, mache ich mir Musik an. Ich habe mir gestern alles geschnitten, der Rest liegt hier oben drauf. Alle diese ja, Sachen habe ich mir schon mal vorgeschnitten. Jetzt werde ich die Seiten mal drauf machen. Ich habe natürlich das Material so weit verschnitten, dass ich vergessen habe, da oben den Abschluss zu machen. Das werden wir wohl aus irgendwas tüdeln müssen. Einen nach. Machen wir die innen schön oder außen schön? Ja. Das ist eigentlich wurscht, ne? Machen wir die Außen schön. Und bitte nach da. Das sind 65, nicht ganz. 63, irgendwie so in die Ecke. 63, mit 80er Schrauben muss ich da reinhauen, wa?
5x80. So, mehr ist nicht machbar. Mehr geht einfach wirklich nicht. So, das sind knapp 65. Ja, dann komme ich wenigstens so ein bisschen in die Platte reingepiekst. Dann nehmen wir dieses, jenes, was zum Senken, was zum Schrauben. So, dann halte ich mir hier einfach mal so ein Brett von außen an. Und verschrauben. Zack. So, dasselbe auf der Seite hier. Die Schrauben liegen immer noch da hinten. Mann, Mann, Mann. Ach Gott, ich trainiere auf eine Knackfurt. Ja, ja. Es gibt Leute, die lernen. Und es gibt mich. Deshalb wird sich auch niemand an deinen Namen erinnern. So, am Ende nochmal zwei. Das sind noch die Schrauben. Also für die Leute, die es nicht erahnen können, beim ersten Bohren komme ich hier vorne bis ans Futter. Dann senke ich und dann geht das Futter mit ins Senkloch rein. So komme ich etwas tiefer ins Bohrloch, also in die Platte hier unten. So, da mir ja hier hinten das Abschlussbrett fehlt, vielleicht mache ich dann hier hinten den Rand nicht zu hoch und nutze das direkt als Schräge. Also als zum Drauflegen. Ja, ich schneide mir aus einem anderen Stück Holz, schneide ich mir noch das restliche. So, 52,5. Das ist schon mal gut, dass das passen tut. Ganz interessant. Eine wissenschaftliche Studie hat ergeben, jeder dritte Heimwerker ist genauso dämlich wie die anderen zwei. Kleiner Spaß. Zack. So, wir haben auch ein Ende. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Ich bin ja fürs Dübeln bekannt. Ja. Und jetzt will ich alles so anordnen, dass ich ein paar Dübellöcher mache, die natürlich immer auf der Rückseite von den verschiedenen Teilen sind, dass ich alle so raus und rein tun kann, wie wir das brauchen, damit wir die Bahn dementsprechend immer umbauen können nach so einem Durchgang. Deswegen habe ich mir schon mal was hingelegt. Also das sind die Ecken, wo man halt so durchmachen muss. Dann das andere ist diese drei Hindernisse so umspielen. Dann will ich hier noch... Eigentlich wollte ich eine Wippe machen, aber ich habe mir gerade überlegt, es reicht ja eigentlich auch, wenn ich was habe, wo man drüber schießen muss. Ja, Dübellöcher. Wie mache ich das? Bohre ich hier in die Platte? Steckt die Dübelübertragungslöcher-Pinne da rein und drückt dann die Teile hier jeweils da drauf? Ich glaube schon, oder? Alles andere ist Murks. Na gut. Aber so mache ich es. Das heißt, hier mache ich das erste hin. Dann hier das zweite. Hier ein drittes. Achter Dübel, riskant. Oder nochmal 6er Dübel und ich kann später aufbohren. Ja, ich mache 6er Dübellöcher. Da wird der Wall auch nicht so behindert, wenn dann mein Loch offen bleibt. Ja, ich mache 6er Löcher. 6er Dübel, 6er Löcher. Ja, so. Ein 6er Bohrer, die Übertragspitzen. Ja, wäre natürlich edel, wenn ich gerade bohren würde. Ne? Das wäre natürlich super klasse. Aber das kann ich irgendwie nicht. Das habe ich irgendwie nicht drauf. Dahin, so, relativ gerade und dann hier nochmal einen relativ gerade, ich hoffe wenigstens.
Im Videoschnitt kann man es gut sehen. Übertragspitze, Übertragspitze. Hoffentlich kann man das überhaupt auf dem Ding hier sehen. So, werden wir uns direkt mal markieren. Irgendwo hier und irgendwo hier. Da ist ein Loch und da ist ein Loch. Ja, das bohren wir dann an der Bohrmaschine. Ich mache das schön Stück für Stück. Die Dübel werde ich später hier reinleimen. Kriege ich die auch wieder raus, wenn ich hier reinstecke? Ja, sieht ganz gut aus. Ein bisschen schief ist trotzdem schon. Himmelarsch, ey. Wenn das nicht passt, ne? Hallo? Wenigstens der Anfang. Komm. Oh, kein Quatsch. Jo. Ja, wusste ich direkt. Ich meine, war doch klar. Ja. Leimchen, Dübelchen, festig, mach ihn. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, weil das kriege ich nicht mehr unter die Bohrmaschine. Doch, kriege ich wohl. Geil. Was rede ich denn da? Aber selbstredend. So, und den tun wir mal so. Jetzt müssen wir hier so einigermaßen das Mittel finden. So, und dann machen wir einfach mal. So, das sind die Spitzen von da. Und da das unten glatt ist, werde ich diese auch gut finden. Das Kipke. Wunderbar. Die Abdrücke kann man super sehen. Brauchen wir den zuerst. Ja. Geht. Oh, die muss ich auch beschriften. Dann ist das auch die 3. Dann ist das hier die 2. Ne? Sicher, sicher. So, da haben wir noch so eine besondere Herausforderung. Eigentlich wollte ich so ein Oval hier reinmachen, wo da so in der Mitte so ein Loch ist. Aber ich habe mir gedacht, das hier ist doch auch nicht schlecht, wenn ich das so quer da drauf mache. Wie wird man da mit dem Golfball drauf kommen? Oder? Guckt ihr denn hin? Hier bin ich doch. So. Hallo. Huhu. Na, hier so ein... Da müsste man quasi gegen die Bande, um hier hochzukommen. Finde ich gar nicht mal so übel. Das werde ich auch so tun, glaube ich. Ja, wenn man gerade drauf zuspielt, geht es immer dran vorbei. Und das ist so steil, da muss man genau den richtigen für haben. Jo, wenn ich das so quer mache, komme ich auch mit meinen Dübellöchern prima hin zu Morides. So, da ist eins und da ist eins. Aber eine kribbelige Sache. Kann ich so nicht machen. Das ist zu weit auseinander. Das ist zu nah hier an der Ecke, glaube ich, oder? Ich muss das ja ein paar Mal rein und raus machen. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das hier vorne so hinzumachen. Ich benutze die 2 Dübellöcher, die hier drin sind. Dann hat man auch genug Platz, wenn man da hinten angefangen hat, wenn der Ball hier drüber rollt, von da nach da, von da nach da nochmal zurückzuschießen. Das wird sonst so kaum einer schaffen. Ja, ein bisschen gemein muss es ja auch sein, ne? Minigolf sollte ja auch eine Herausforderung sein. Nur blöd dran vorbeischießen ist auch... oh Gott! Es haftet! Hilfe! Oh. So, also ein bisschen quer, so, machen wir direkt noch einen Pfeil zur Bande. Ja, den bohre ich so, den bohre ich so. Test, Test, 1, 2, 3, wieder mal ein Jubli. So, dann müsste das ja rein theoretisch, ja, das wird gehen. Jetzt blöd auszuprobieren. Sonst kriege ich es nicht mehr raus. Da muss ich mir noch was überlegen, ja. Halt, da klebe ich noch gar nichts rein. Da muss ich noch ein Loch reinmachen beim Kreisschneider. Gut aufgepasst. Wo legen wir das denn ganz gemein hin, das Loch? Wenn das denn so liegt, wäre das total übel, wenn das Loch hier wäre, ne? Alles andere wäre zu einfach. Genau, da machen wir das Loch hin. Wie groß ist denn so ein Golfloch? So 7 cm? Das reicht doch vollkommen, oder? 8? Hier, nur 8 cm. Ist das zu viel? Nur 8 cm.
Aber was machst du hier? Achso, das ist die Los Rampos. Dann mache ich da einfach hier so ein Leistchen rein. Hier unten. Was ich da auch mit Dübeln festmache. Und das als Sprungsanze quasi so da drüber. Wenn man vorbeischießt, kommt man gegen das Holz. Oh, das ist aber schief. Ey. Das ist so krumm wie Sau. Holla, die Waldfee. Na ja, gut, es ist halt krumm, nicht wahr? Wir hoffen, dass wir die Dübeldinger einigermaßen vernünftig da reinkriegen. Die Dübellöcher, Dübeldinger. Zack, wunderbar, die Mitte getroffen. Läuft bei mir heute. Zack. Ja, das läuft. Ja, dann schneide ich den doch da vorne einfach ein. Leim das da fest. Jetzt müsste ich das nur noch irgendwie hier flacher kriegen. Wenn ich das hier unten 45 Grad abschneide, komme ich trotzdem nicht auf den Boden. Dann sitzt er hier irgendwo auf. Von hier bis hier oben. Das müsste ich wegschneiden. Von da bis da müsste ich das wegschneiden, gell? Dann würde das passen. Wenn jemand einen Einwand hat, dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. So, wenn ich das jetzt so dahin tun tätete. Das mal hier so anzeichnen. So, das habe ich jetzt an der Bandsäge gemacht. Einfach mal so ein bisschen reingeflunzt. Wenn ich das so einfach verleime, reicht das dann? Ich werde von unten ein Schräubchen reinmachen. So, das waren jetzt 15 Minuten. Ich bin heute mal wieder sehr ungeduldig. Aber kennt ihr das auch? Wenn ihr Pause machen müsst, wenn ihr so nicht mehr weiterkommt, dann verliert ihr komplett den Flow. So nach, weiß ich nicht, wenn ich eine halbe Stunde gesessen habe, habe ich keinen Bock mehr. Dann fange ich nicht mehr an. Ja, ziehen wir mal ein Resümee. Das haben wir, das haben wir, das haben wir und das haben wir. Ach nee, das haben wir noch gar nicht. Doch, haben wir wohl. Ach, das war der Bogen, den ich eigentlich machen wollte. Jetzt habe ich zweimal dasselbe Hindernis. Das 1, 2, 3, 4 Stück habe ich. Gut, dann machen wir jetzt mal die kleine Schräge. Das ist der Kamerad hier, glaube ich. Passt der irgendwie schon hier rein? Das wäre natürlich mega. Ich habe das nämlich so gesägt. So. Ja, dann schneide ich erstmal von hier unten die Ecke weg. So, das war mal flott ein 45 Grad Schnitt. Und dann gucken wir mal, wie tief wir runterkommen. Und das dann so. Wie war das bei den Filmen? Ist das immer so, was bisher geschah. Also, ne? Das war die Rampe. Es hat sich gut verklebt, hat gut gehalten. Passt auch nach wie vor auf die Bahn. Ich habe mir erlaubt, ohne euch ein Loch zu bohren, ne, in das gemeine Dreieck, Viereck, was ich dann so quer da reinbauen werde. Ja, beim Rest war da ja dabei. Und dann habe ich mir so überlegt, ich wollte noch ein Hindernis bauen. Und zwar dieses hier. Und wie man hier sehen kann, wollte ich das da eigentlich schräg nach oben bauen, sodass man hier durch diesen Tunnel durchschlagen muss. Ja, und wenn er oben nicht getroffen ist, dass er dann hier wieder runterrollt. Ich glaube, die anderen Hindernisse sind schon schwer genug. Ich glaube, ich werde diese Platte einfach nur platt einpassen und dann hier einen Schlitz reinmachen in das Brett. Und ich habe ja noch vom Teilen von der Rampe so ein Stück hier über. Und das werde ich dann passend schneiden und genau in den Ausschnitt setzen, sodass man an der Rampe hier hochspielen kann. Naja, und dass es dann da oben bleibt, dass das gerade ist. Wenn man etwas zu heftig gegen ihn ranschießt, dann rollt der Ball wahrscheinlich dann auch wieder runter. Aber wenn man nicht ganz so heftig schießt, dann bleibt er auch drauf. Ich glaube, das soll ja auch ein bisschen Freude machen und nicht nur Ärger. Also werde ich dieses Reststück hier auch verbauen. So wie ich das so sehe, werde ich also komplett keinen Müll übrig haben. Ja, Reste fix vom Thorsten. Gut, dann schneide ich jetzt erstmal da. Ja, wie mache ich das überhaupt? Mache ich das mit der Kreissäge? Diesen Mittelschnitt da rein. Ich habe mir so gedacht, so ein Golfball ist 40 mm im Durchmesser. Die Löcher mache ich 80 mm, obwohl die eigentlich 100 sein sollten. 100 bis 120 habe ich gelesen. Ja, und dann habe ich gedacht, dann mache ich den Ausschnitt hier 60. Ne? Muss man schon ziemlich genau treffen, damit das hochkommt. Dachte ich mir so. 60, ja. Dann muss ich nur irgendwie
Ich muss das nachher irgendwie rauskriegen, ne? Was ich da so reinmache jetzt. Da muss ich mir nochmal ohne euch überlegen. Ich fange immer was an. Naja, ich überlege mal. So, dieses Stück hatte ich dafür vorgesehen. Das ist wohl etwas zu schmal. Macht das was? Nö, das macht eigentlich nichts, ne? Müsste ich das jetzt noch fixieren? Auch nicht, ne? Das lege ich einfach nur rein. Solltet ihr sowas nachbauen wollen, ja, das ist ja ziemlich eigenwillig, das Projekt, dann könnt ihr das natürlich noch befestigen, wenn ihr möchtet. Aber ich denke, wenn wir das einfach so hier mittig reinlegen, sind die Löcher hier klein genug, damit der Ball nicht dran vorbeigeht. Und dann mache ich jetzt hier einfach einen Ritz rein, 6 cm mit der Bandsäge. Schneide ich das so ein und dann steche ich das einfach mit dem Multitool hier ab. Hier ein Ritz und bei 7. Bei 13 und bei 7. Ja, das wird aber knappe Kiste, ey. So weit zu zielen. Aber es soll ja auch Spaß machen, ne? Ja. Komm. Ey, jetzt hat mal was zu gut geklappt. Moment, ich guck nochmal. Ja, weil wie geplant. Ah, ich bin der Allerbeste. Könnte man meinen. So, jetzt werden wir mal abstechen. Die Sau. Damit ich nicht wegrutsche, werde ich mir das einfach mal hier so andingsbumsen. So haben wir eine schöne Kante, die werde ich gleich noch ein bisschen nachbearbeiten müssen, weil Elos Rampos ist not dikos genuchos. Was mir gerade so einfällt, der Ausschnitt hätte auch größer sein dürfen, ne? Die Rampe ist ja ziemlich lang. Hiya! Obwohl, ich kann das ja auch rausgucken lassen, oder? Ist doch eigentlich wurscht. Wurscht ist das, oder? Relativ? Verdammt, schon wieder nicht überlegt. Ist doch egal. Wenn die Rampe vorne rausguckt, ist das Ganze doch... Doch, das mache ich auch, oder? Mache ich das? Ich glaube, ich mache das. Ich zeige euch, was ich meine. Die Rampe ist ja jetzt eigentlich viel zu lang dafür. Aber ich könnte es rein theoretisch so rausgucken lassen. So bliebe noch die Chance, wenn man hier drauf schlägt, dass man hier dran vorbei und dann doch dagegen kommt. Jetzt muss ich das noch ein ganz klein bisschen schleifen, damit das vorne besser passt. Hier hinten ist so relativ lose. 3 lose, 1 Mark. Aber hier vorne muss ich noch mal ein bisschen. So wird es gehen. So wird es gehen. Packe ich da Leim dran, dann ist aber nichts mehr zu machen, ne? Das wird gehen, das werden wir riskieren. Das werden wir riskieren. Dann bleibt hier oben ein kleiner Ritz, das ist mir ja. Das ist nicht so wichtig. Aber ich kann, wenn ich hier Leim drauf tue, die Spitze hier vorne so runterdrücken, beziehungsweise die Spitze so runterdrücken. Ja genau, ich kann das hier oben bündig lassen, obwohl es hier unten nicht dick genug ist. Und die Spitze nach unten drücken, sodass das unten passt. Genau, so war's. Na dann. Das drücken wir jetzt so, wenn es passt. Ja, so in etwa habe ich mir das gedacht. So, so kann der Golfball hier schön hoch. Und das, was hier übersteht, das schleife ich gleich noch weg. Ja, ich habe Bernhard Langer mal angerufen, ob der mal vorbeikommt zum Testen, aber er hat gar keine Zeit. Ja. Ja, dann zeichnen wir uns mal das Loch an von der großen Bahn. 26,25. Dann legen wir uns was unter die Bahn, damit wir uns den Bohrer nicht kaputt machen. Dann bohre ich hier einfach mal so rein. Moment, passt das auch mit den... Ja. Und dann mal los, ne? Ratzi-fatzi. So, dann machen wir dasselbe hier direkt nochmal. Und durch. 7, die ist erledigt. Hindernisse haben wir gebohrt. Loch ist in der Bahn. Erledigt. Schräge. Schräge. So, das hier ist die Schräge. Da habe ich ja hier so ein Stück angeklebt mit Leim und habe dann den Ritz hier aufgefüllt mit Heißkleber. Ja, kann man gut sehen. Hält Bombe. So, die Rampe passt jetzt da vorne gut rein. Und da werde ich einfach ein Loch ziemlich weit oben in die Mitte zaubern. Die werde ich, glaube ich, auch nicht festmachen. Denke ich. Das weiß ich gar nicht. Das probiere ich gleich erstmal aus. Obwohl, es ist ja eigentlich witzig, ne? Wenn ich das Loch ziemlich weit oben mache und oben am Ende der Schräge ist kein Anschlag. Da muss man schon ein bisschen dagegen hauen. Ja, das mache ich auch.
80 wird das. Jetzt sind wir durch, glaube ich. Gut, würde ich sagen, mache ich mal die Werkstatt sauber. Und dann gucken wir mal, was wir bis jetzt so haben. So, dann wollen wir mal schauen. Das müsste eigentlich ziemlich gut passen. Wenn ich den einfach hier so drunter mache, dann kann der Ball nicht mehr flöten gehen und ich habe auch einen Anschlag. Das ist doch sinnvoll. Hier habe ich mal ein paar Schräubchen, also reingebohrt, Schräubchen reingedreht. Ein bisschen ausrichten, gut festhalten. Ja, dann schrauben wir das einfach da dran. Wunderbar, so passt der Chip. Oh, das müsste ich aber noch mal geraten. Das ist nämlich wie ich eine ziemlich scharfe Sache. Wie bei jedem Projekt hat man ja hier und da noch mal irgendwie so Scheuklappen auf und überlegt und so. Und ich habe mir überlegt, wie kriege ich eigentlich dieses Brettchen wieder raus, wenn ich das einmal reingesetzt habe. Weil die Kante schließt ja sauber ab und da ist nirgendwo was zum Greifen. Und nur hier ist so ein bisschen... Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe so einen alten Putzlappen genommen, ein Stück von einem Stoff halt. Den schraube ich jetzt von innen so dran und dann hat man irgendwas zum Hochziehen. Und dann kann ich den jetzt hier... Oh Gott, Riesenidee. Verdammt. Sollte einer nachbauen, empfehle ich einen Lederriemen. Dann die Hindernisse hier. Eins war da. Das war Nummer zwei. Und das war Nummer drei. Gut, hier kann man so durchspielen. Dann ist natürlich das Brett da nicht mehr drin. Dann haben wir jetzt das eine hier, das da, das hier. Passt. Passt auch. Das war das Hindernis, was so reinkommt. Da passen ja rein zufällig sogar die Löcher übereinander. Das hätte ich jetzt geplant, du. Mein lieber Mann. Hindernis passt. So, dann haben wir die Rampe. Passt auch mit dem Loch. Last but not least. Das kam hier hin. Ich hoffe, das passt auch noch. Das lässt sich prima reinmachen. Ja, ich habe leider keinen Golfschläger, um das auszuprobieren. Das wird alles passieren, wenn wir die Bahn benötigen. Es sind vielleicht jetzt nicht doch so 7 Hindernisse geworden, sondern nur 6 anstatt 7. Aber um mal ein bisschen Minigolf zu spielen, sei es denn draußen im Garten oder wenn man so wie ich einen Hof hat oder so. Oder dann halt für eine Feier sowas mal zu bauen. Sowas geht natürlich auch einfacher mit OSB. Nur mit OSB müsste man halt ein bisschen unterlegen, weil der Ball sonst keine Möglichkeit hat, in so einen Topf zu fallen. Das wollte ich mir eigentlich ersparen, deswegen habe ich diese Arbeitsplatte genommen. Außerdem ist es vom Geld her, für die Grundplatte her, fast dasselbe. So eine OSB-Platte in 2,50 Meter Länge, weiß ich nicht, da braucht man ja auch 2-3 Stück. Und dann ist man beim selben Preis wie für eine Billig-Arbeitsplatte. Gut, ich hoffe, das war eine Anregung. Vielleicht kann der ein oder andere sowas gebrauchen für einen Kindergeburtstag oder einfach mal so für eine Party. Was damit danach passiert, weiß ich nicht. Sollte es kein Zugkamerad haben wollen, dann wäre dies Teil bei mir zu verschenken. Ich weiß ja nicht, ob es gebraucht wird oder nicht. Ihr könnt mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob einer von euch, das ist eine Selbstabholung, das wird natürlich nicht verschickt oder so. Könnte mir jemand in die Kommentare schreiben, ja, so ein Quatsch will ich haben, das brauche ich. Ich habe demnächst Party, dann benutze ich das und danach könnt ihr das dann in die Tonne drücken oder was auch immer. Gut, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hatte ein bisschen Spaß dabei, war mal was ganz anderes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wie gewöhnlich, donnerstags 17.30 Uhr. Samstags 17.30 Uhr. Ja, dann wünsche ich euch noch eine geschmeidige Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.